Früher, als das Reich noch groß war, da zogen viele Karawanen zwischen Empyria und den südlichen Provinzen oder den Grenzfestungen hin und her. Das Ausrauben dieser Handelszüge galt zu dieser Zeit als ein ehrbares und angesehenes Handwerk. Die meisten der Räuber fielen damals mit blitzenden Säbeln über die Handelsleute her, aber es gab auch solche mit etwas mehr Witz, wenn ihr versteht. Diese würden einen Führer in eine Karawane einschleusen, der dafür sorgt, dass die Karawane, wenn sie hier vorbeikommt, auf diesem herrlich übersichtlichen Steinfeld für die Nacht rastet. Und kaum, dass die Kaufleute nichtsahnend schnarchend daliegen, schleicht sich der falsche Führer davon und legt den Hebel der Falle um. Das Gas strömt aus und tut sein Werk. Dann können er und seine Kameraden kampflos die Waren der armen Opfer einsammeln. Ziemlich grausam, ich weiß. Aber nützlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Gut. Ario schickt euch? Ja. Er sagt, es sei soweit. Ihr sollt die Gazeda-Anführer zum Steinfeld locken. Dann geht es also los. Wohlan, denn ich werde diese Schlangen mal aus ihren Körben locken. Tut das. Ich erwarte Sie beim Steinfeld. Gut, weil der andere Weg ist, ehrbar zu machen, ist einfach zu schwierig. Also jedenfalls fürs Let's Play wäre mir wirklich zu stressig. Gleichzeitig mich aufs Reden und auf hier alles zu konzentrieren. Ja, das könnte man auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad machen, aber nicht auf den höheren. Das sage ich, der gerade auf normal spielt. Wie Fischis. Da ist das Eisen. Da ist der Hebel, den ich blindfisch ständig übersehen habe. Beim letzten Mal. Weil ganz ehrlich, ich habe ihn immer hier irgendwo am Steinkreis gesucht. Weil das nicht so aussah, als ob er so weit weg wäre, sondern hinter einem der Steine. Ja, Trakan und Trokan. Oh, und bei dem ist ja auch noch was zu holen. Und ja, ich könnte schon das Monument aktivieren und anfangen Orks zu holen, aber ich mach's lieber auf die Weise, so kann ich sicher gehen, dass die Hasim nachher erstmal aufeinander losgehen für eine Weile, bevor sie auf mich losgehen wollen. Mal gucken, ich habe hier Lenia. Ich habe hier Lenia. Und ich habe hier Lenia. Gut. Holz. Das bin ich stolz. Ja, gibt Asio Nachricht, dass er die feindlichen Anführer zum Steinfeld locken soll. Baros Gehilfe Asio wird die Brüder Trakan und Trokan, die Anführer der Gazeda unter falschem Vorfeld zum Steinfeld locken. Steinfeld locken. Gebt ihm Nachricht, sobald ihr zum Steinfeld aufbricht. Gut.
Und ein Viertel Level haben wir auch sogar schon wieder. So, jetzt ist er noch bei Trokan. Questbuch wurde aktualisiert. Begebt euch zum Feld der Steine und löst dort mit dem Hebel die Falle aus, sobald die feindlichen Anführer auf dem Steinfeld sind. Bald werden Trakan und Trokan zum Steinfeld aufbrechen. Sobald sie dort sind, solltet ihr den Nebel benutzen, um die Falle auszulösen. Das Gas wird die beiden gefürchteten Räuber kampflos ausschalten. Ja, ich warte. So, der kommt wieder angelaufen. Die beiden sind aber noch nicht unterwegs. Sandzeichner hat ein hübsches Totem in der Hand. Ja, Meisterschützen, Wachen. Okay, du auf der einen Seite bist ziemlich gut geschützt, du aber nicht. So, du suchst das Weite jetzt. Und dann sollten sich die beiden endlich mal bewegen. Ja, jetzt bewegen sie sich. Dieser Hebel sieht sehr alt aus, als ob er seit einer langen Zeit nicht mehr benutzt worden wäre. Den Hebel in Ruhe lassen, das Erste. Weil noch warten wir ja auf die beiden. Gehen wir lieber etwas zurück wieder. Nicht, dass uns einer von beiden bemerkt hier. Ja, da kommt Trakan. Da müsste Trokan gleich auch noch hochgelaufen kommen. Weil der ist ja auch schon losgelaufen. Genau. Ja, der wäre ziemlich nah an uns vorbeigelaufen, wenn wir beim Hebel geblieben wären. So, den Hebel betätigen. Ein Knirschen wie von Stein auf Stein ist zu hören, dass der Hebel sich langsam bewegt. Schließlich dringt ein lautes Zischen an eure Ohren. Ja. So, die sind hinüber. Das heißt, wir können
mit unserer Basis anfangen? Vernichtet nun die geschwächten Lager der Gazeda. Die Gazeda gingen sich gegenseitig die Schuld am Tod ihrer Anführer und haben begonnen, sich zu bekämpfen. So sind sie geschwächt und ihr solltet den Pass nach Süden von ihnen befreien können. Jo. Mal kurz einen Save zwischendurch machen. So, die beiden werden jetzt hier wahrscheinlich wieder am Monument stehen bleiben oder in der Nähe vom Monument. Ja. Ist was? Na los! Genau, haut euch alle gegenseitig tot. Ja, jetzt laufen die H7 hier unten rum halt immer hin und her. Und hauen sich gegenseitig. Magieschild, Magiehelm. Okay. Das Eisen habe ich mittlerweile auch aufgedeckt. Dorthin also. So, der erste Holzfäller ist fertig, der zweite wird auch gleich gebaut. Wohin? Wo sonst? Ja, schon gut. Dann ein kleines Haupthaus und gleich mit der Eisenproduktion anfangen, würde ich sagen. Wohin? Gut. So, kleines Haupthaus können wir ruhig hier hin machen. Oh ja, die bekämpfen sich hier sehr schön. Und meine Maus hing mal wieder fest. Keine Rast. Die Eisenproduktion.
Ist das die nächste Welle, die gegeneinander kämpft? Nein, die kämpfen wohl zusammen. Okay, es laufen doch schon recht viele Hasim hier rum.